So, neues Video von CEO. Geht 8 Minuten schon wieder. Ja, Leute, heute geht es um die Bananenfrau. Und ich dachte, ich zeige euch mal wieder, was da alles so dabei ist. Bananen. Noch mehr Bananen, Bananen, mehr Bananen, mehr Bananen. Ich habe diesmal gleich ein paar mehr Bananen bestellt. Noch mehr Bananen. Wer sie nicht kennt, hier ein. Wozu braucht die so viele Bananen? Schneller Info-Speedrun. Die Johanna, vegan, weil's gut tut, ist eine TikToker-Instagrammerin, die zurzeit übel viral geht, obwohl sie eigentlich nichts anderes macht, als einmal ihren Einkauf zu präsentieren. Das hier will ich wieder Bananen. Die brauchen wieder ewig, bis die reif sind. Ich mach der zweite Sack Bananen. Ey, die Johanna nach ihrem Einkauf so. Und dann hat sie noch ihr What I Eat in One Day Format. An dem Tag ging es erstmal wieder los mit gefrorenen Bananen. Dazu habe ich dann wieder gefrorene Himbeeren gemacht und ein bisschen Wasser und habe das dann einfach püriert zu einem leckeren Himbeeren. Lecker. Sieht richtig lecker aus. Eis. Danach hatte ich dann noch Lust auf den Saft. Später hatte ich dann Lust, was zu kochen und habe hier einfach ein bisschen gefrorenen Brokkoli in die Pfanne gemacht. Ich habe dazu dann Reis gekocht und es hat super lecker geschmeckt. Zum Abendessen hatte ich dann richtig Lust auf Pizza und habe mir dann einfach direkt welche bestellt. Und danach hatte ich noch Lust auf was Süßes. Yummy. Ja, und das soll angeblich das sein, was sie so an einem Tag wegfetzt. Super! Ja, esse ich auch immer in 2-3 Stunden. Das ist Eis, ist doch lecker. Es sah aber irgendwie unappetitlich aus von der Konsistenz her. Stimmt's doch! Und wenn du dich jetzt fragst, alter Schwede, isst jetzt jeden Tag so viel? Ja, wir können ja einfach mal ins nächste Reel gucken. Pappel gesnackt, danach habe ich mir dann noch was zum Frühstück eingepackt. Den Saft habe ich dann zum Frühstück im Büro getrunken und die Bananen habe ich zwischendurch als Snack gegessen. Eine Banane habe ich dann auch zu Hause gegessen und dann habe ich mir wieder Klöße gemacht. Dazu gab es natürlich wieder Soße und es hat mega lecker geschmeckt. Abends habe ich dann noch die restliche Champignon-Brokkoli-Brühe verwendet. Gesund. Dann noch Nudeln dazu gemacht und das ist ja so Nudelsuppen-ähnlich geworden und hat mega lecker. Jetzt haben sie einfach Unrecht. Sag mal, das kann ich nicht essen. So eine Schale voll. Dafür bräuchte ich 2 Tage. Essen einfach durchgespielt. Wie viel möchte man essen? Ja. Und danke für den Follow. Was zum Fick? Hat die einen Bandwurm oder was? Das ist ja gottlos, was die wegschreddert. Ja. An der Stelle habe ich mir noch gedacht, na gut, dann ist es halt eine Frau mit einem ordentlichen Appetit und das teilt die halt mit der Welt. Hat ja ein Tanzverbot auch früher nicht anders gemacht. Was ist da so ungewöhnlich? Warum regen sich jetzt da plötzlich so viele Menschen drüber auf? Ich hasse das. Sie heißt vegan, weil es gut tut. Das ist ein Unterschied. Ich glaube nicht, dass das gut tut. Deinen Content und dein Gesicht, liebe Grüße! Naja, bei Johanna gibt es halt 3 Gründe, warum es doch ein bisschen was anderes ist. Nummer 1, der etwas lächerliche Grund, und der ist Bananen. Oh, Banane. Ja, obwohl sie schon ein bisschen unterschiedlich ist, sticht vor allem ihr Bananenkonsum deutlich heraus. Also kein Witz, keine Banane ist vor Johanna sicher. Liegt irgendwo eine rum, ist die Ratzefutz weg. Ohne Scheiß, die schafft das teilweise kistenweise in ihre Bude. Ey, wer ist denn sie? Eine Ostdeutsche nach dem Mauerfall? Na? Versteht ihr den? Hat man schon gewundert, warum die Bananen wieder ausverkauft waren. Rewe, dein Markt. Aber jetzt kommt der etwas wichtigere Grund und dieser ist ihr Branding. Denn während Tanzerboots was meinte wie, yo, ich fress wie ein Schwein, das ist nur Junkfood-Scheiße, heißt sie ja vegan, weil's gut tut. Also ihre Ernährung soll ihr angeblich gut tun. Also sie macht halt einen auf gesunden Lifestyle und so. Ah, sie ist auch imprisexuell, oder? Wie Imp. Das zählt aber noch nicht als queer. Pech gehabt. Und vielleicht sogar dir auch. Ich finde vegan eh krank, aber das ist ja richtig krank. Therapie wäre eine Idee. Wenn andere. Genau. Und dann steht noch in der Bio zertifizierte Ernährungsberaterin. Aber wie Sascha in ihrem Video schon erklärt hat. Zertifiziert als was? Das ist kein geschützter Begriff. Jeder kann sich Ernährungsberater nennen. Und auch so ein Zertifikat bekommt man mit wenigen Kursen und ein paar Euros. Aber trotzdem, für so einen Laien kann es schon beeindruckend sein, wenn man so eine Zertifizierung hat und deswegen. Sie ist was sexuell? Imprisexuell. Sag mal jetzt, als ob ihr das jetzt nicht kennt, ihr Ungebildeten. Das weiß man doch. Hä, also das weiß man ja wohl, ist Allgemeinbildung. Was ist das? Imprisexuell, ich glaube, da könnt ihr euch auch zuzählen, bedeutet, dass man nicht auf alle Menschen eines bestimmten Geschlechts steht. Also zum Beispiel nicht auf alle Frauen oder nicht auf alle Männer. Das
ihr das von Person zu Person nochmal ausmacht. Ich glaub, dazu zählt irgendwie so 99% der gesamten Menschheit. Also könnt ihr, glaube ich, alle in euer Profil schreiben. Deswegen also normal. Möchtest du etwas sagen, die nicht Imprisexuellen sind abnormal? Okay, es ist schon ein bisschen komisch tatsächlich, ja. Gut, würde ich dir sogar zustimmen. So eine gewisse Verantwortung mit einher, falle, wenn man sich halt damit so brüstet. Oder, Johanna? Nö. Aber jetzt kommt vermutlich der schlimmste Grund und dieser ist der Umgang mit Kritik. Herzlich willkommen zu meiner Präsentation, was ich in 2023 gelernt habe. In meiner Bio steht drin, dass ich zertifizierte vegane Ernährungsberaterin bin. Ich folge weiterhin dem, was mich gut fühlen lässt. Was hat mich Social Media in 2023 gelehrt? Da haben wir einmal diese Kategorie hier, wo ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher bin, ob es den Leuten um Futterneid geht oder ob sie hangry sind. Dann Bodyshaming. Mobbing zähle ich übrigens auch. Und Ferndiagnosen finde ich 2023 komplett unnötig. Ja, damit eskalierte es komplett. Und alle 2022 waren die aber komplett cool und 2022 waren die komplett cool. Es änderte sich. Dein Schweiß muss schon nach Banane riechen. Durch ihren Bananenkonsum verhungern täglich 2 Schimpansen. Deutsche Donkey Kong. Leute, kommt schon. Was soll das denn? Als Fakt hast du vergessen zu erwähnen, dass du für 3/4 des jährlichen Bananenimports in Deutschland verantwortlich bist. Ey, komm, das ist voll gemein. Blutgruppe Banane. Hey! Monkey oder was soll das? Witzig. Wie witzig Instagram-Kommentare sind. Bananen. Monkey. Monkey. Ist sie lesbisch? Ey, ich kann nicht mehr! Leck mich am Arsch! Sie ist imprisexuell. Hallo? Aber okay, klären wir jetzt mal die Frage, wie viele Bananen sind denn eigentlich am Tag so ungefähr gesund? Dafür habe ich Professor Dr. Google gefragt und einmal habe ich rausbekommen, so 1-2 am Tag. Ein Fitnessforum sagt sogar, dass 3 pro Tag unbedenklich sind. Und wie viel ist es so bei Johanna? Machen wir hier doch mal einfach einen Bananen-Counter. An dem Tag hatte ich eine super lange Zugfahrt vor mir und habe mir deswegen erstmal Essen eingepackt, was ich noch da hatte. Ich hatte noch so ein bisschen Gnocchi mit Tomatensauce, dann hatte ich hier noch einen Rest Reis und noch ein bisschen Apfelmus dazu. Danach habe ich mir dann angefangen, Frühstück zu machen und es gab natürlich wieder einen Bananensmoothie mit 1, 2, 3, 4, 5 Bananen. Habe ich dann auch noch ein bisschen Zucker dazu gemacht. War mega lecker. Danach habe ich dann alle Sachen zusammengesucht, die ich für die Fahrt mitnehmen wollte. Ich hatte ja noch eine halbe Gurke übrig, dann die Gnocchis und dann noch den Reis mit Apfelmus und noch ein paar Bananen, die ich übrig hatte. Die Bananen habe ich dann noch am Bahnhof gegessen und dann, als ich angekommen war, habe ich mir dann abends noch so Laugenstangen gemacht und habe die mit Pflaumenmus gegessen. Ich habe 2 davon gegessen. Ich hatte richtig Hunger. Und dann habe ich mir noch Nudeln gekocht und habe dazu wieder... Das sind ja 10 Portionen Nudeln. Der Tomatensauce gemacht und das hat auch wieder mega lecker geschmeckt. Yummy. Wo fährt die hin? Auf Nagelneuer Benzer. Arme aus dem Fenster. Baller mit der MK. 4A. Der Typ, der auf dem Spielplatz gedealt hat. Blade 1989 RU schickt 100. Du wollen Banana XD. D. Danke für 100 Bits. Davon kann ich mir wahrscheinlich fast eine Banane kaufen. Ich mag aber Bananen nicht mal so gerne. Rika! Okay, ich habe jetzt 9 gezählt, also deutlich mehr als so ein gewöhnlicher Konsum. Also eigentlich klar, dass dann so Fragen aufkommen, wie zum Beispiel... Deine Videos sind echt harte Kost. Apropos hart, wie steht's mit deinem Stuhlgang? Ich frage mich, wie die Konsistenz ihres Stuhls ist. Also, ich sage, es ist fest, glatte Oberfläche. Ja, es sind jetzt keine scharfen Kanten oder so. Witzig. Wie unfassbar witzig das war. Ach du Scheiße. Wie oft kauft ihr so eine neue Toilette? Alle 3.000 bis 4.000 Bananen. Okay. Ich hätte den Schiss meines Lebens, wenn ich mir morgens 7 Bananen reinziehen würde. Auch mal ganz gut, den Schiss seines Lebens zu haben, weil dann ist alles das, was man hier drin nicht braucht, mal draußen. Storytime. Ich habe einmal so fest auf den Klodeckel geschissen, dass die Toilette nachher wirklich hinüber war. Alter! Ich kann nicht mehr. Und ich muss. Ich weiß nicht, was ich muss. Aber ich kann nicht mehr. Aber tatsächlich habe ich mir die Mühe gemacht, beziehungsweise auch manchmal schon Leute in den Kommentaren, wie viel Kalorien das Ganze denn eigentlich was zusammenrechnet. Und ich sag's mal so, was da so geschreddert wird, liegt zwischen 3.000 bis 4.000 Kalorien. Oh mein Gott, das ist so viel. Das ist so scheiße. Hab das dann einfach zusammen aufkochen lassen, hab dazu dann noch Nudeln gemacht und das ist dann ja wie so eine Nudelsuppe-Ramen geworden. Bei jedem Ramen begeht irgendwo draußen ein Japaner Harakiri. Alter! In ihrer Bio findet man auch einen Linktree, wo sie schreibt, dass sie eine Ernährungsberaterin ist, die momentan keine Beratung zur Ernährung anbietet.
Ich hätte mich schon sowas von Ernährungsberaten lassen, dann hätte ich wenigstens nicht mehr so Spaghetti-Ärmchen wahrscheinlich. Muskeln würde ich wahrscheinlich nicht kriegen, aber ich wäre zumindest kein Lauch mehr. Und alles ist besser als Lauch. Und Fräulein Zahn, schön, dass du reinschaust. Was geht in der Küche? Und natürlich ein Haufen Affiliate-Links mit Rabattcodes. Wie viel sie jetzt damit verdient, das weiß ich nicht. Bewerben tut sie diese Links nichts, mit ein bisschen keiner Story oder Reel gesehen. Aber ja klar, gibt es auch Menschen, die ihren Content übel abfeiern oder sagen, hey, ist doch egal, sie kann doch essen, was sie will. Da gibt es, wie in Saschkas Video beschrieben, die Fraktionen, die sich einfach nur Sorgen um die Gesundheit von Johanna machen. Das verstehe ich total, genauso wie halt auch jede andere Form von sachlicher Kritik. Allerdings muss ich sagen, von dieser Fraktion habe ich eher selten was gelesen. Ich schätze, die macht einfach Ragebait. Also... Das kann einfach nicht ihr Ernst sein. Das wird einfach Ragebait sein. Die meisten Leute sind einfach nur ein bisschen irritiert von ihrem Content. Aber leider gibt's auch wie immer diese ganz andere Form von Kommentaren. Ganz Instagram lacht sich tot über deine gottlose Ernährung. Sie ist echt ordentlich pummelig geworden, oder? Das Pfannkuchengesicht wird immer breiter. Hübsch wie deine Bäckchen unter dem Brillenrand drücken. Offenbar knicken deine Nieren oder Schilddrüsen schon langsam ein. Glückwunsch. Genauso wie das sinnlose Spammen von irgendwelchen Fleischbildern in ihren Kommentaren. Digga, ganz ehrlich, wie alt bist denn du? Minus 4? Big Mac, bann den direkt für 2 Wochen, Digga. Aber ja. Ja, gut. Also, mich stört's auch nicht, wenn ich ein Fleischbild sehe. Aber vielleicht liegt's daran, dass ich nicht aus moralischen, gesundheitlichen oder irgendwelchen logischen Gründen Vegetarier bin. Ich habe auch meine Bedenken, was diesen Content angeht. Also ich empfehle auf keinen Fall, diese Ernährungsform nachzuäffen. Gut, allerdings würde ich auch nicht meine Ernährungsweise hier zu 100% empfehlen, aber ich präsentiere die ja auch nicht. Und an Johanna, bitte, ja, pass auf dich auf. Vielleicht kannst du ja dir zuliebe einfach mal zur Sicherheit nur deine Ernährung mit einem anderen Ernährungscoach mal abgleichen, was der dazu sagt. Und ansonsten... Nein, sie ist doch zertifizierte Ernährungscoachin. Ansonsten an dich... Ignorier bitte die positiven Kommentare. Genau. Moment mal, was? Twitch wird Song. Ihr habt gedacht, er würde echt nicht mehr kommen. Ja, war ganz unterhaltsam. Tipp an euch: Esst weniger als 9 Bananen am Tag. Und lasst euch vielleicht nicht von dieser Ernährungsberaterin ernährungsberaten. Das ist nur ein gut gemeinter Rat. So.